Muss man. Das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht. Yo, was ja, geht? Was willkommen geht? Zu dem. Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier bei Kelly. Das war's an Erklärung. Wir drehen eine Runde, wenn ich. Nee, weißt du, wie heißt es? Wer würde eher? Was? Ich. Würdest du? Würdest du? Nein. Würdest du? Nein. Ja, nicht? Nein. Okay, reden wir nicht drüber. Tobi und Leo haben sich wirklich 14 extrem ekelhafte, widerwärtige Fragen ausgedacht. Kelly, es oh mein gibt Gott, eine ist Möglichkeit. Extreme? Ja, es gibt eine Möglichkeit von einem Joker. Du musst aber dann jedes Mal. Die sind so schlimm, die ja, Fragen. Du musst jedes Mal, wenn du eine Frage nicht beantworten willst, ein Close-up von deiner Achsel oder deinen Füßen in deiner Insta-Story posten. Very nice. Auf OnlyFans? Was soll das? Let's go. Ja gut, also die erste Frage ist, wer würde eher einen OnlyFans-Account machen? Ja gut. Denn die Frage beantwortet sich eigentlich schon relativ leicht. Führst du den eigentlich weiter nach dem Experiment? Einen Monat. Einen Monat. Ja. Und was machst du die ganze Zeit? Aber auch für Spenden dann? Genau, ja. Ich würde halt jeden Tag oder so jede Woche. Ganz ehrlich, ziehst du ein bisschen was ab auch von der. So? Machst so einen kleinen Fonds für dich für Urlaub oder so. Auf darüber zu reden. Okay, ja. Würdest du Scheide zeigen? Nächste für den Frage. Guten Zweck. Für den guten klar. Zweck. Wer würde eher einen drehen? Kelly ist ja nicht mehr weit davon entfernt, oder? Nein, never. Ich würde es niemals. Also du hast jetzt einen OnlyFans. Never. Drehen echt? Heißt ja nicht releasen. Oder? Ach ja, also Moment. Drehen kann den ja eigentlich theoretisch jeder. Stimmt, drehen ist ja echt was anderes als. Aber richtig. So professional oder geht auch so amateurmäßig? Muss nee, kein also ich würde schon richtig drehen mit ja, Liedassistent, Tonassistent. Ich würde es verkaufen am TMC. Ich schicke das denen einfach und dann sage ich jetzt 25.000. Niemals würde es jemand für 25.000 ja. kaufen. Doch, ich glaube schon. Ja? Vielleicht mache ich es für einen guten Zweck. Okay, nächste. Bro, guck mal. Ich weiß. Ja, ja. Aber gerade nicht. Nee, ja. Es ist gerade wirklich ein schlechter Zeitpunkt. Hol dir den Mund, haben sie gesagt. Wer würde eher mit dem, der Ex, Sex haben? Drei. Vom anderen? Achso, nein, unserem Ex. Ich dachte, warte, Jody, ja, Kelly. Drei, zwei, warte. Drei, zwei, eins. Na. Doch, na. Ich? Mit wem sollte ich von meinen Exen? Ich habe ja gar keinen. Natürlich, du hast irgendwo ganz von früher, safe irgendwer. Never. Nee, also würdest du nicht? Nein, ich auf gar keinen Fall. Katastrophe. Ah, stell dir mal vor, ich würde mit Jody schlafen. What bah! The fuck? Okay. Wer würde eher fremdgehen? Boah, das ist eine harte Frage. warum so schnell? Ich würde es nicht machen. Oder? Ein fremdgehen, nee, würde ich auch nicht, wa? Ich glaube auch nicht, dass du fremdgehen wirst. Vielleicht doch ich eher. Ja, ich glaube, du bist super loyal. Wenn du in so einer Desperate Time bist und lange nicht weggehämmert. Wenn ich so zum Beispiel verheiratet bin und der Typ einfach ein Arschloch zu mir ist und ich dann sage so, ja, doch, ich bin. Und auch nicht über 20 cm. Okay, ich hab so ein bisschen. Genau, ja. Nächste Frage. Wer würde eher einen One-Night-Stand haben? Kelly, da können wir uns beide nicht von freisprechen in letzter Zeit, ne? Nein, Kelly ist wirklich diesem Kloster gewesen die ganze oh Zeit. Oh mein Gott, das ist auch nicht so gut. Kelly ist Stop. Wirklich, also Kelly ist sehr, sehr Stop. Unterhaltsam, hat Stop. Ja auch gefastet, es war oh ja auch Ramadan Gott. Und dann war ja noch das christliche Fasten. Davor war ja Winterfasten, das hat Kelly ey, auch nicht gemacht. Die denken auch so schon an, ich bin Jungfrau. Es stimmt auch, meine Freunde. Jungfrau mit OnlyFans wahrscheinlich. No front! Ja, es ist ja eher so, dass Kerle das generell mal haben, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ist schon eher gängiger. Aber ich kann auch. Ah, stimmt, nicht unbedingt. Aber auch mal vielleicht Two Night Stand oder Four. Oder Three kann ich nicht aussprechen, das habe ich ausgelassen. Ja, perfekt, ja. Machen wir einfach weiter. Geil. Wer würde eher von sich behaupten, dass er der Beste im Bett ist? Ich würde ja niemals mit sowas klar, fragen. Du würdest eher nein, mit sowas. Nein. Da hast du noch nie, um fair zu sein, aber. Hast ja, du das ist, als ob ich zu dir komme. Oh, Kelly, ich schwöre, gestern, ich ey, war so gut wieder. Die Jury saß da wieder, alle 10 Punkte haben gesagt: Top Performance, super Ausführung, wirklich tolle Choreografie, arschgeile Nummer. Das ist schon so es ist wirklich, also es ist schon so genau ausgeführt, dass ich mich frage, ob du das nicht wirklich schon mal gesagt Tobi, hast. Tobi, wie oft habe ich das schon gesagt? Du hast tatsächlich noch nie. Siehst du? Ja, das ist komisch. Weil ich nämlich schlecht bin. Wenn man keinen Sex hat, kann man auch keinen guten Sex haben. So ein Ding. wer würde eher in der Öffentlichkeit masturbieren? Was heißt Öffentlichkeit? Im
Rewe. So versteckt, so mäßig, ich gehe jetzt in eine Umkleide. Ja, oder heißt, ja. Niemand würde ja wirklich von uns normalen Menschen sich einfach auf einen Melonenstapel stellen im Rewe, die Hose runterziehen. Melonenstapel. Du kannst ja auch in so eine Gasse, in so einen Gang gehen, der nicht so stark besucht ist. Sowas wie so Zucchinis. Genau. Es gibt keinen Zucchini-Gang, Kelly. Wahrscheinlich würdest du würdest am besten den Zucchini-Gang masturbieren. Wahrscheinlich. Nee, also du meinst so Umkleide oder sowas wahrscheinlich. Also Öffentlichkeit, versteckte Öffentlichkeit. Bahn oder so. Ja, also unter der Bahn. In der Bahn, what the f***? Kannst du machen. Als Zugfahrer. Wieso auf einer Landstrecke? Als Zugfahrer kannst du es auch gut machen. Ja. Hat das bestimmt schon mal einer gemacht, oder? Safe. Ich würde sagen, Kelly, die ist ja, krank. Ja, ich auch, hätte ich gesagt. Ja. Und wenn ihr das sehen wollt, Leute, schaut auf jeden Fall mal Kellys OnlyFans, wobei das Video dazu ist in der Videobeschreibung verlinkt. Da gibt es demnächst. Da gibt es übrigens tolle Clips zu sehen. Es ging um Masturbieren und ich habe dich angefasst. Ich verstehe das nicht. Nicht mit deiner gottlosen Hand. Das ist oh mein Hand. Gott. Das ist die rechte Hand. Das ist Haram. Das ist Sextoy, oder? Ja. 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 Gut. Oh mein Gott. Nächste Frage, ne? Wer würde eher einen Hund streicheln? Was? Ja. Was ist das für eine dämliche. Wie wär's mit einem fremden Hund? Einen fremden Hund? Nee, ich nicht, ich? Weil, pass auf, also nee, du, ich hasse das, wenn einfach immer E-Mail-Leute kommen, oh, die fassen da, den Hund so an. Ich hasse das auch, aber wenn man fragt oder sich... Ja, wenn man fragt, aber einfach so random zu einem Hund zu gehen, zu streicheln. Wenn man fragt, in dem Moment habe ich dich nicht gefragt. Richtig, du hast ihn nicht halt gefragt. Halt, ich hasse das auch. Ey Leute, wenn irgendjemand mit einem Hund an euch vorbeiläuft, mach ja, bitte Mann. Nicht... Du. Ey, bitte nicht, das ist so kacke. Du bist so süß, Nein. Du bist schrecklich, du bist vom Teufel besessen, Akali. Nächste Frage. Wer würde eher einen Hund umbringen? Boah! Oh, Digga. Also. Gottlose Frage, Digga. Alter, wie schlimm. Oh. Aber guck mal, ich opfer mich jetzt in einem Szenario, wo man entweder einen Hund oder einen Menschen umbringen würde, würde ich eher einen Hund umbringen. FBI, open up! Da wäre ich mir bei mir wirklich nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Also, kommt halt immer auf den Mensch an. Wenn ich den Mensch kenne, dann würde ich wahrscheinlich eher den Hund umbringen. Nee, andersrum. Dann würde ich eher den Mensch umbringen. Bei mir im Freundeskreis nur Enttäuschung. Ja. Nee, oh boah. Mein Gott! Ich würde... Ich sag den Freundeskreis. Oh. Boah, einen Hund zu töten ist echt schwierig. Ich glaube, ich hätte auch als Tierarzt ein richtiges Problem, wenn ich sage, der müsste eingeschläfert werden. Ich würde immer so diesen armen Azubi, der so in der ersten Woche da ist, so... Hier, mach mal. Oh mein wenn der Gott. Fragt, wie viel, sag ich einfach, egal, mach Spritze voll, der stirbt eh. Ja. Und dann gehe ich raus und bin befreit. Gute Seele. Vielleicht ich, ja. Und dieser arme Azubi wird im Traum die ganze Zeit von so Geisterhunden gebissen. Ich bin da vielleicht ein bisschen radikaler. Also ja, Kelly würde eher... Ich würde auf jeden Fall eher einen Hund töten, ja, damit ihr das alle wisst. Schneiden wir so kontextlos einfach vor das Video. Oh mein Gott. Okay, wer würde eher komplett betrunken Auto fahren? Kelly hat halt keinen Führerschein zu verlieren und Kelly ist deutlich öfter betrunken als ich. Muss man... Das stimmt gar nicht. Das stimmt nicht. Muss man stimmt nicht. Das sagst du mal. Das stimmt hundertprozentig nicht. Zeig mal, hey, wie du bist in der Minibar alles leer. Guck mal. Ach, fast nur leere Flaschen. Das ist nicht alles leer. Das ist mit Wasser gefüllt. Ja, aber ich... Stopp, du bist unsicher. Hm, komm, nein. Du trinkst viel mehr zur Zeit. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Wann hast du das letzte Mal getrunken? Gestern. Weißt du, das letzte Mal getrunken? Vielleicht 3 oder 4 Tage habe ich einen Hugo getrunken. Einen. Ein was? Hugo. Stärker als ein Radler. Alkoholiker. Nächste Frage. Wer würde eher für 1 Million Euro mit einer fremden Person schlafen? Was? Ich will 1 Million. Ich will 1 Million. Ich würde es machen. Du hast schon mal gesagt, du willst es für 100.000 machen auch. Habe ich nie gesagt. 100.000? Es kommt drauf. Sebastian. Ja. Nee, würde ich nicht machen. Nee, glaube ich nicht. Für 1 Million auch nicht. 10. 1 Million würdest du nicht machen? Du? Ja. Ich habe 1 Million. Okay. Egal. Nächste Frage einfach mal weird. Wer würde sich eher auspeitschen lassen? Ja, das ist auch ganz geil. Wir haben irgendwie die gleichen da können wir Vorlieben, jetzt auch bei, also, so sexuell. Das da ist können, sehr schön. Da spricht man sich von... Man muss auch mal über den... Es gibt Dinge... Wir können auch einen gemeinsamen OnlyFans-Account aufmachen. Die kann man nicht kaufen. Für alles andere gibt's Dominas. Was? Habe ich mich gut gerettet? Nee. Wer würde eher 1 Woche lang ohne Klopapier auskommen? Also ist es de facto nicht schwer. Ich würde auch sagen, es ist nicht schön. Man kann einfach nach dem duschen oder man ist einfach in die Dusche. Okay. Das geht. Im Worst Case nimmt man seine Hand und wäscht die danach. Ist zwar eklig, ja, aber man kann aber ja auch geht, was anderes als Klopapier. 5-Euro-Scheine zum Beispiel. Wenn man die mit Weichspüler wäscht, super.
Wobei die 500 aber sind größer. Aber eher die kannst du dann auch wieder waschen. Okay. Wer würde eher mit einer fremden Person Dirty Talk machen? Einfach, das Szenario erschließt sich mir nicht. Doch, du gehst zu einem hin, der gerade beim Essen sitzt mit seiner Familie und machst Dirty Talk. Oh mein Gott. Mit seiner Wer Familie. Wer würde einfach random mit seinem Opa Dirty Talk machen? Oh. Ey, Gott, mein Neffe hat zu meiner Schwester letztens gesagt, Mama, als du ein Baby warst, war ich dein Opa und wir sind zusammen einkaufen gegangen. Ist das nicht strange? Ist das Dirty Talk? Also, jetzt mal ganz ehrlich, also das wird ja niemals funktionieren, du kriegst ja safe dafür auf die Fresse. Oder eine Anzeige. Oder eine Anzeige wegen sexueller Belästigung. Ja. Im besten Falle sitzen noch Kinder mit, ich würde es nicht machen. Kelly, ich traue dir das zu, du bist eh durch. Und so unterschiedlich wir auch sind, du bist es, genau. Wer würde eher fünf Jahre ohne, also die nächsten fünf Jahre ohne Sex aushalten? Achso, ja, Kelly ist das ja gewöhnt. Gewohnt, oder? Gewohnt. Ja. Du hast dir das Gehirn aus dem Kopf die letzten Jahre, okay. Nein. Und wie ist es dann bei dir passiert, dass du so dumm bist? Leute, das war's mit diesem arschgeilen Video. Schaut auf jeden Fall gerne das OnlyFans-Video von Kelly. Ich warne euch an der Stelle mal vor, man sieht sie nicht nackt. Vielleicht doch, wer weiß es nicht. Oh, wer weiß, was noch kommt. Tschüss.